Ich glaube, dass Dr. Oetker diese Prinzipien nicht mehr vertritt. Glaube ich Also auch. brauchen wir es Aber die mal. Werbung ist halt wirklich schmerzhaft. Das ist halt. Ja, also, nee, das doch geht gar nicht so. Also, Damals 1960, ging ja. das. Ja, da, ja, Damals konnte damals man auch noch hat. Frauengold verkaufen. Damals Das, ging oh das nicht nein, nur, sondern damals Frauengold, war oh das. nein. Ja, Frauengold. Oh Damals ging das nein. nicht nur, sondern damals war das Damals nicht war nur das okay, normal, sondern weil war auch dann das gut. keiner wirklich was gesagt hat. Und Social Media halt auch Skelett. nicht. Weil Scheiße. durch Social Media erreicht man ja so viele Leute einfach Können wir direkt. mal wieder schlafen gehen? Das ist ein Skelett von meiner Haustür. Ja, ich warte nur Ich drauf. Ich muss warte gerade mal noch nur. Zombies töten. Und Moment. Ich warte immer nur drauf, bis mein ihr alle Haus ist schlafen geht groß und dann. genug, dass trotzdem Skelett von meiner Tür schlafen gehen kann. Vielleicht willst du nicht Herrlich. schlafen gehen. Da sagst du, Zwergen, wie wär's, wir beide. Ich habe ein paar Betten im Inventar, da können wir das ist. Kannst dich Oh nämlich nein, ich legen. muss gerade was tun. Hey you, I want you to make my bedrock. Im Zweifel, also was ich auch ganz gerne mache, Witze über mich selbst. Also das ist halt, das Oh, geht natürlich ja, klar, immer. ist halt immer Ja, das, also ich finde halt den Witze über Joke. sich selbst, also sofern man sich da nicht wirklich selber mit runter macht, Also ist halt, ist halt so ein Zeichen von Selbstbewusstsein. den Joke, den ich mir von Let's Play Markus abgeschaut habe, Grüße gehen Der Mann raus. klaut sogar seine Witze. Den Let's Play Markus jedes Mal wieder macht und den ich mittlerweile auch mache, weil bei dem Pokémon-Spiel, wenn die Charakterauswahl kommt, wirst dann so, okay, männlich, weiblich, so bin ich so an, ja, herabgucke, ich bin mir nicht so sicher, aber okay. Lieber Mann. Alter. Ich Trifft nicht weiß meinen ja Humor, nicht, aber aber trifft nicht okay. meinen Humor, ist aber eigentlich schon lustig. Also ich wäre im Bett. Okay, dann gehe ich jetzt auch ins Bett. Whee! Ich weiß ja Oh, nicht, soll mich nein, nicht da so ist ein Skelett. angucken. Moment, ich muss diesen kleinen Hans mal weghauen. Ja, ich sagte, dafür werde ich in 20 Jahren gecancelt, weil ich einen Skelett Hans genannt habe. Es ist Hast Hans-Shaming. was gegen Deutsche? Ne, das ist Handshaming. Ich habe damit automatisch was gegen Leute gesagt, die Hans heißen. So, ich gehe raus zum Sterben. Bei Hans geht das. Wenn ich allein Ja. bei Mordhau an den Hans-Test denke im Tutorial. Manchmal sagt er auch einfach nur Juan. Juan. Steht Also das. man kann wohl denken, auf welches Wort ich eigentlich anspiele. Ist das, ist das, ist das Pferd noch da, was da auf dem Balkon steht von Prof? Das müssen wir nachgucken. Juan. Das ist so entfernt. Wir haben da jetzt in den letzten Stream, da haben wir ja ein Pferd aufgebaut. Und das hat er Juan genannt. Na, ein Noch Namensschild nicht, wir hatten wir haben noch keine nicht, Names, aber. Ex. Ja, dann suche ich einen Namensschild und dann nennen wir es Juan. Es ist halt schwierig hier. Das musst du halt angeln oder musst du in der Kiste finden. Oder kaufen bei Bibliothekaren Es erst. steht noch da, das John-Pferd. Ja, ich sehe es. Perfekt. Sehr schön. Hat der Prof noch nicht entfernt. Jetzt hat ja auch keine Zeit, hier auf den Server zu kommen. Das Meme, was man kennt. Das Pferd auf dem Juan. Balkon. John. Juan. Ich habe noch ein Herz, ich sollte mal vielleicht was essen. Ja, no, 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 no. Also wenn ihr irgendwo ein Dorf findet mit Villager, dann gebt ihr mir Bescheid. Wir haben, ich glaube, 5 Dörfer gefunden nach deinem letzten Stream. Also. Also, ja, gebt mir Koordinaten, aber dann mache ich Hast doch was. die Die habe ich, Koordinaten. die hab ich mir sogar aufgeschrieben, zumindest von einem. Ich glaube. Hätte mega Lust, hier auch eine Bibliothek zu bauen, wo man die wichtigsten Sachen kaufen kann. Und dann halt noch eine Gemüsefarm dazu, dass halt du halt immer Hoffe was mal, zu dass du wieder verkaufen hast. zurückfindest. Wir haben uns einmal auf einer Wanderung hoffnungslos verirrt. Ja. Ich hab vorhin mich auch zurückgefunden. Ich hab. immer zum Nullpunkt. Das ist dann ganz praktisch. Im relativ nahen Spawn gebaut. So, ich baue mehr Sand.
Oh, Zombiefleisch. Yay, vergiftet. Mir fehlt nicht mehr viel, da ist man haushaltlich fertig. Kein Tropenholz mehr. Ich bin immer noch an der Wandverkleidung aus Sandstein. Ja, ich bin noch beim Boden, also ich mache ein kleines Anwesen. Ich baue weiterhin die Insel dort ab. Kann man Fische eigentlich auch unter Wasser nehmen, mitnehmen? Kann man die, wenn man sie nicht angelt, einfach töten und mitnehmen? Oder kann man die irgendwie... Ja, kannst du. Wenn du welche siehst. Ich sehe welche, aber ich weiß nicht, wie man die trifft. Du schlägst mit dem Schwert. Oder mit irgendwas anderem. Ist ja mal. Hier geht's aber tief runter. Tiefer. Okay, hier kann ich nicht runter, weil ich sonst ersticke. So muss das sein. Wir haben den Marianengraben hier direkt vor unserem Dorf. Das sind wirklich massiv tief. Massiv tief. Aber wirklich, da geht's tief runter. Okay, der Boden ist erkennbar, aber. Da geht's richtig tief runter. Ach so, der ist nur steil. Flach. Der war richtig flach. Ja, Flachwitze. Auch schön. Blunder. Warum sollen diese blöden Bäumlisse nicht wachsen? Die sollen sich schämen gehen. Böse Bäume. Schande. Schande. Du Baumhasser. Ja. Auch wieder was, wofür man Seppi hier flamen kann. Ja. Seppi hasst Bäume. Dafür werde ich in 3 Jahren gecancelt, glaube ich. Auch jetzt schon. Also jetzt schon. Tweet es raus. Seppi hasst Bäume. Klipp das. Klippen auf Twitter posten. Dieser Mann hat was über Bäume gesagt. Das sind nur Minecraft-Bäume. Schreiben Sie. Du widerst mich an. Man weiß ja, so wie man in Videospielen spielt, so ist man natürlich auch im echten Leben. Hm. Ja, immer. 100 Pro. Also, ja, Videospiele machen ja auch aggressiv, das ist ja. Wenn ich Red Dead Online spiele, boah, ich. So viele Leute, wie ich da am Moxe, das bin total ich. Dann wirst du gleich normal hier, auch, immer hier auf die Straße in Görlitz und. Du wirst ja gleich zum Amokläufer. Ja. Durch die Videospiele halt, ne? Also, ich weiß nicht, also letzte Woche, so durch die Berliner Straße hier, hab ich gedacht, nee, komm, dieser Passant, der im Auto, ich hau den jetzt einfach weg. Der geht mir auf den Geist. Und, ja. Videospiele halt, ne? Das wird noch aus dem Kontext gerissen. Ja, Mann. Das ist ja in 3 Jahren. In 3 Jahren, 2. Wenn ich Glück habe, vielleicht ja später, ne? Also, kann man nicht wissen, wann man dafür gecancelt wird. Ich verspüre auch täglich das dringende Bedürfnis, Amok zu laufen. Das ist ja. Das ist nach einer Runde Minecraft jetzt hier eine Runde ja, Amok also, laufen. Ja, also weiß ich, seitdem ich Minecraft spiele, habe ich ständig das Bedürfnis, jemanden umzubringen. Ne? Also auch jedes Mal, wenn ich auf dem Bauernhof bin, denke ich mir so, Alter, ich nehme jetzt ein Schwert, erhitze das und ich schlag dieses Schwein. Hm. So. Deswegen gehe ich nicht mal auf Bauernhöfe. Kennst du das Meme hier mit dem. Hier Farmville, also nach einer Stunde Farmville spielen. Ja. Das ist auch gut. Jetzt wütend geht's wütend ernten. Ja, nein! Wütendes Ernten. Ich zerstöre dich, Getreide. Böser Weizen. Ich glaube, wir sollten aufhören, Memes zu erklären. Das ist hier ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist auch nicht gut. Ja, wir sind halt einfach. Wir sind alle. Vor allem Memes zu beschreiben. Ja. Ja, doch, also die Leute. Wobei, müssen wir sind sehr inklusiv. Wir denken natürlich auch an die Blinden. Ja, eben so. Also, wir beschreiben die Blinden, die noch nie irgendwas gesehen haben. Das wäre mal eine Idee für Twitter. Auf Twitter kann man ja Alternativtexte schreiben, die du dir dann vorlesen lassen kannst, wenn du blind bist. Am besten nur mit gehobener Sprache. Das ist so richtig detailliert. Einfach das Meme, was du auf Twitter gepostet hast, einfach mal einen Alternativtext zu schreiben. Das ist 10 Seiten Bildanalyse zu einem Meme. Das wäre ein lustiges YouTube-Format, über Memes erklären. So, keiner, also, man beschreibt das Meme. Und die andere Person muss es ja raten. Ah. Das glaube ich dir.
Ich schaue es mal eben ganz kurz in Text, damit ich überhaupt nicht jetzt erst. Die Idee klauen wir dir. Die Idee klauen wir, scheiße. Unsere Idee. Ihr habt es doch alle ein bisschen gehört. Wir hatten die Idee. Nee, nimmst du wirklich so Schnittprogramm und schneidest so, boah, ja, die Idee ist richtig gut. Mann, Serpi, wenn du diese Idee gehabt hättest, Mann, du könntest Gold damit verdienen. Ich werde so umschneiden, dass es so klingt, als hätte ich es. Jetzt hast du sie von mir geklaut. Ich schneide hier gar nichts auf, wo Katzen drauf sind. Katzen machen alles besser. Ja, ich habe eine Katze auf dem Schreibtisch liegen. Und schon schneide hier besser. Ja. Ich schneide hier in Minecraft generell relativ wenig. Das ist. Lass selbst die Playlists. Die Playlist übrigens. Ja. Die Playlist. Ja. Jedes Mal. Läuft hier auch schon wieder seit Stunden nicht. Wahrscheinlich ist die ein Song durchgelaufen. Ja. YouTube hat da seit Neues, nicht seit Neuestem, sondern schon länger, hat da mal die Angewohnheit, ja, da mal dich zu fragen, bist du noch da, willst du noch? Ja, natürlich. Ja, das ist, ich weiß nicht, gibt es die ist nur in YouTube Premium raus, ne? Hm. Ja. Oh, Gott. Bist du noch da, willst du noch weiterhören? So. Oh, nee, toll. Ich hatte jetzt große Bock. YouTube, weil ich jetzt seit Jahren immer einen Hintergrund habe, benutzen, muss ich jetzt plötzlich immer sagen, ja, ich bin noch da. So bescheuert. Nee, ich bin nicht da. Ich habe die Playlist angemacht und will, dass jetzt alle 10 Minuten pausiert haben. Das ist so nervig. Also, wenigstens an irgendeine Zeit koppeln würden, dass es nur nachts oder so passiert, falls du eingeschlafen bist. Und selbst wenn du eingeschlafen bist, was ist denn das hat YouTube halt mehr Traffic. Was ist denn das Problem, dass die Playlist einfach weiterläuft? Die wollen einfach ihren scheiß Premium-Bullshit verkaufen. Der erstens zu teuer ist und zweitens echt nicht genug Features hat, um den Preis zu rechtfertigen. Deshalb läuft jetzt auch übrigens vor und nach jedem Video zweimal Werbung. Also insgesamt viermal Werbung kriegst du damit. Das heißt, die du nicht überspringen kannst. Irgendwann werden sie in Premium ankündigen. Mit YouTube Premium bekommen sie nur eine Werbung pro Video. Anstatt Doppelwerbung. Mit YouTube Premium darfst du jetzt Kommentare schreiben. Ja, du musst das Video, um dein eigenes Profilbild reinzustellen. Das kommt noch, ich wette mit euch. Dieses Video ist nur mit YouTube Premium Mitgliedschaft verfügbar. Gab's schon, ja. Die YouTube Originals. Ja, die kann man vergessen. Aber irgendwann werden die ganzen Channels halt quasi claimen, so sagen, hey, Kanal XY, wenn ihr noch mit YouTube Premium gucken. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee. Dann sagen wir es nicht zu laut, sonst kommt YouTube noch auf die Ideen. Nee, ich meine, wenn man anbieten würde, dass Creator nur gegen Geld ansehbar sind. Also für Creator ist das wahrscheinlich sehr lukrativ. Das ist aber nicht die Idee von YouTube, das ist ja... Naja, es ist halt ein Unternehmen und ich denke mal, dass das wirklich wahrscheinlich nicht mal schlecht ankommen würde, wenn du halt für bestimmte Kanäle bezahlen musst, um was zu sehen. Gibt es ja für Livestreams auch auf YouTube. Also große YouTuber, die fungieren ja halt wirklich als ein Unternehmen. Und die wollen irgendwo das. Also klar, manche machen daran, klicken da halt noch Liebe rein, aber die wollen halt auch Geld verdienen, was ja vollkommen klar okay ist. Und für die wäre das wahrscheinlich super lukrativ, wenn die von YouTube ein Angebot bekommen und sagen, und dann halt nur geguckt werden können, wenn man YouTube Premium hat. Aber wer würde das noch gucken? Wer würde dann deine Videos noch gucken? Die Leute, die. Also selbst und die Leute, die halt dafür zahlen würden, weil es wahrscheinlich dann besser produzierter. Würden sich dann halt viele sagen, nö, wenn ich dafür bezahlen muss, dann ciao. Ja, die werden aber trotzdem dann genug Leute, also so sagen wir jetzt mal so ein Kanal mit 1 Million Abonnenten, die finden locker genug Leute zusammen. Dann kannst du auch OnlyFans aufmachen. Ja, stimmt, lass einfach alle OnlyFans aufmachen. Das kannst aufmachen. Du auf OnlyFans, deshalb ist es ja so beliebt. Gut, dass die Leute sich überwiegend. Also ich habe irgendwie. Du kannst dir auf OnlyFans theoretisch auch andere Sachen anbieten, kannst du dort auch. Gibt's auch Leute, die das machen. Für Geld dann einfach dort dein Video hochladen und finde dann, was du sehen halt willst, dort dann. Ich habe halt das Gefühl, dass mittlerweile irgendwie jeder einen OnlyFans-Account hat. So. Ich hab drei. Also weiß nicht.
Also ich werde, glaube ich, einfach OnlyFans, dann mache ich, verkaufe ich Fußbilder, ne, und dann... So, I don't care. So, wenn Leute Füße immer so interessant finden, warum nicht Geld damit verdienen? Klingt sehr viel, sehen. Schöne Seppi-Füße. Wer will sie nicht sehen? Ja, also ich finde meine Füße natürlich auch selber super attraktiv und denke mir so, boah, Leute, wie könnt ihr denn darauf verzichten? Das sind meine Füße, die sind... Wow. Sepp hat also einen Fußfetisch. Nee, gar nicht. So absolut null. Boah, Zuschauer mit einem, die wahrscheinlich also danach gefragt haben. Ich kenne zwei Personen, die einen haben und einer davon hat ihn mich schon mal gefragt. Das ist mega unangenehm, aber wenn ich dafür Geld bekommen würde, wäre das wahrscheinlich ganz anders. Also ich finde deine Profilbilder ja spannend genug, das ist also das ist Alter, ja, Mann, ich guck mal, das sind auch nie meine Füße zu sehen, ha? Hm? Das hat doch keinen Grund. Diese Serpis, die du diese Ja, die Cartoonie-Dinger, die Chibi-Dinger. Detective Serpi und so weiter, das ist hier mit der aufgeklebten Brille und so, das ist dann... Ja. Nein, dafür könntest du schon. Ja, und auf OnlyFans gibt es halt noch mehr solcher Bilder, ne? Gibt bestimmt Leute, die dafür halt Geld geben würden. Wenn auch nur aus Ironie. Es gibt immer, du findest für alles immer irgendwo jemanden, der Geld dafür ausgibt. Du musst nur gucken, wie du die Leute erreichst. Das ist eigentlich das Lustige am freien Markt. Und es ist hier schon wieder dunkel geworden. Ja, und hier ist eine Spinne. Wollen wir mal wieder schlafen gehen, oder was? Ja, ich versuche hier gerade nicht zu sterben, weil meine Katze hier gerade auf meiner Maus... Ich hab gerade die Mausplatte umgeräumt, liegt. Also ich bin quasi zu Hause. Wenn ihr soweit seid. Ja, also ich wäre soweit. Ich gleich auch. Okay, dann gehe ich jetzt. Mal. Schnell. Ich bin im Bett. Ich auch. Ich auch. Sehr schön. Wow, es ist Tag. Tag. Kinder, seht nur, es ist Tag geworden. So, oh, ich sehe, es ist Tag geworden. Hier schon mal drei Karten aufgehängt, das ist gut. Okay, jetzt muss ich wieder Sandstein machen. Was ist eine riesige Karte von der ganzen Welt, oder wie? Wolltest du hier erstmal Sandstein machen? Ja, das war eigentlich der Plan. Stundenlang Sandstein sammeln. Auf unserem Server hat das auch jemand gemacht, der das einfach... Riesig, das waren glaube ich irgendwie 46 mal 46 Karten. Was mache ich hier? Ja, gut, das reicht hier nicht, aber ich kann hier zumindest eine Wand voll machen, haben wir zumindest einen Überblick. Und wenn ich die alle rauszoome, dann könnte das sogar gehen. Also. Nice. So geht das doch viel schneller. Wir brauchen auf jeden Fall Karten, das haben wir letztes Mal gelernt. Wir brauchen Karten, viele Karten. Ja, da muss man halt Zuckerrohrfarm machen. Haben wir eine unten im Wasser, die wollte ich noch hier hoch an den Teich setzen. Nice. Dieser Berg da im Hintergrund sieht aus wie ein Schiff. Ja, habe ich, da war ich auch schon. Ja, da wollte ich auch irgendwann den Millennium Falcon, den wollte ich mal draus machen. Irgendwann brauche ich da mal den Millennium Falcon oben drauf auf den. Brauchst du viele Eisenblöcke? Ja, ich kann dann Eisenfarm bauen. Mach das, dann können wir da mal die Millennium Falcon auch drauf bauen. Dafür brauche ich halt die Villager, also die werden sehr hilfreich sein mit suchen Sachen. Ja, also wir können dann mach ich auf den Weg. Halt wenn du eine Karte hast, kannst du dich auf den Weg machen. Ja, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ich hätte jetzt einfach kurz eine Karte. Also ich komme nicht mit, ich muss hier mein Haus weiterbauen. Das Dorf hätte die Dörfer eben kartografiert und dann... Ja, also ich müsste erstmal meine Ressourcen ein bisschen mehr haben. Aber nehmt euch Betten mit. Ich habe immer Betten im Inventar mittlerweile. Ja, ich muss mir halt noch ein paar Betten holen. Zur Not habe ich glaube ich auch noch einige Betten bei mir in der Kiste. Ich habe ja von der Wanderung hier, ich habe hier ein ganzes Dorf gelootet, habe denen die Betten weggenommen. Ja, gut, du hast also gemacht, was man in Minecraft mit dem Dorf macht. Ja. Ich brauche nur zwei Dorfbewohner, dann habe ich alles, was wir brauchen. Ja, ich wollte letztes Mal schon einen mitnehmen, aber der Weg war zu lang und zu verwirrend. Dann bist du drauf gestorben auf dem Weg. Ja. Uff. Jetzt habe ich hier einen 64er Stack Sandstein.
Vielleicht musst du abwechselnd mal wieder abwechselnd Sand und Sandstein. Damit nicht so viel Sandstein braucht. Ich gehe jetzt erstmal angeln. Moment. Ich hab die Angel noch. Ja, ich hab die Angel noch. Wir haben übrigens den ersten Zombie-Pigman bei uns. Aha. Als Zombie-Pigman. Als Zombie-Pigmentiert. Ich dachte, du würdest keine, keine schlimmen Jokes im Stream machen. Ja, ist ja kein schlimmer Joke. Er ist ja nur pigmentiert, das kann alles bedeuten. Menschen mit Vertigo sind ja auch anders pigmentiert. Weil die haben ja halt, das kann zum Beispiel dunkelhäutige Menschen sein und die haben halt, da nehmen die Pigmente ab und dann wird die Haut an den Stellen weiß. Das sieht richtig cool aus. Ich weiß aber nicht, ob das schädlich für jemanden ist. Also wahrscheinlich geht um sich vor Sonne. Soweit ich weiß nicht, ist halt psychisch wahrscheinlich nicht so geil. Ja, das ist halt für manche Menschen doof, also es ist halt schwierig, da selbstbewusst umzugehen. Weil man wird halt auch oft auch von Leuten angeguckt, bestimmt. Aber ich persönlich finde das mega ästhetisch. Wenn ja, da schließe ich mich auch nicht. Oh, SpongeBob-Musik. Sehr schön. Ich weiß nicht, es gibt noch so viele unique Features, die Menschen haben können. Ich weiß nicht, so zum Beispiel auch Leute so mit 6 Fingern oder so, das ist finde ich persönlich mega cool. Ich finde das nicht komisch, ich finde das mega cool. Also ich hoffe immer nur, dass die Person dadurch halt nicht leiden, das ist dann halt immer halt nicht ganz so cool, weil die Person leidet und denkt so, oh, sieht das cool aus. Ja, im besten Fall kannst du ja nachfragen. Angerufen. Sippy hat einen Anruf. Ich habe aber gerade geschrieben, dass ich halt. Bitteschön, also ich hab halt frühestens 21 Uhr eingefangen. Früher wählen die ja so. Na gut, wir haben schon 20.44 Uhr. Ja, aber 21 Uhr ist ich nicht früher. Also wenn ich sage 21 Uhr, dann ist 21 Uhr nicht irgendwie ja 20.44 oder so, weißt du? So, ich bin halt ein Mensch, der halt für so viele Dinge einfach keine Zeit, deswegen teile ich Zeit immer direkt ein. Und ich mag es dann halt nicht, wenn da halt Leute ankommen und halt meine Zeit beanspruchen wollen quasi. Das hatte ich neues bei einem Auftraggeber. Tun wir halt, in gewisser Weise jetzt auch eine Zeit beanspruchen. Nee, ich habe ja dann teilgenommen. Ich habe gesagt, ich nehme so viel Zeit. Machst du freiwillig. Das ist vollkommen in Ordnung. Alle Seiten sind zufrieden. So geht, ist es ja voll klar. Ich meine, es wird ja quasi gefragt, ob ich halt Lust, Zeit, wie, ob es halt überhaupt geht. Ne? Ist halt wichtig. Aber wenn dann so Leute ankommen, die halt, ja, quasi einfach ankommen und so, nee, das machen wir jetzt, dann finde ich das immer sehr doof. Ja, das sind die schlimmsten überhaupt. Wenn ich halt das mit einem Auftraggeber, da ist es dann ja, ihr kommt dann halt dann und dann vorbei. Dann hatte ich mir das eingeplant, dann hieß es, nee, doch nicht. Dann habe ich meine Zeit dementsprechend umgeplant. Weil ich hieß doch. Jetzt auch ja, doch wieder. Ja, kriegt den Sonntag, 17 Uhr dann ja, können Sie dann morgen hier sein, weil, dann sagst du einfach nein, dann sagst du, die letzte Info ja, war. Ja, ist ja wichtiges Geld. Dann hätte ich gedacht, okay, gut, ich kann das einrichten. So, war nicht so das Problem, ich hab's eingerichtet. Und dann hieß es, ich sollte einfach 2 Tage da komplett so. Und habe ich da halt quasi durchgeackert. So halt einfach, weil ich generous bin. Also nicht weil unbedingt wegen Geld, sondern weil ich generous bin. Und dann hieß es, dann war ich halt fertig. Ja, dann kommst du dann morgen auf mich. Also, da komme ich dann nicht nochmal hin. So, nicht einfach so. So, weil das sind dann halt so Leute, die halt diese Planung selber nicht im Griff haben und dann halt davon ausgehen, dass Leute einfach immer springen können. Und ich habe denen auch gesagt, ich springe dann nicht mehr. So. Tja. Und sowas kann ich nämlich nicht leiden, weil ich krieg schon Sozialleben und Arbeit schlecht in den Hut und dann habe ich mich dann nicht jemanden unter irgendwie anzuordnen.
bestimmte Termine müssen halt eingehalten werden. Wenn du ein Arzt, wenn der Arzt sagt, ja, 3. Mai oder sowas, dann bist du halt am 3. Mai da. Wenn du da noch nichts geplant hast, so. Ja, du bist ja nicht der Arzt. Das ist ja. Wenn du dich jetzt immer anrufst, ja, kommen Sie morgen her und bleiben Sie mal 2 Tage, dann ist das so eine Sache, wo ich sage, nee. Ja, manche denken sich halt, mit dem kann man es machen, das ist halt. Ja. Der tut's ja, das ist. Eben, genau das. Und dann ist das halt noch so, weiß ich so, da wird einfach da was von einem verlangt. Ich weiß, dass ich beim Arbeiten halt auch was zu leisten habe, das ist vollkommen in Ordnung. Aber nicht auf diese Weise, so nicht so einfach, ich bin da, wenn die es wollen. Ja. Oder du flankst einfach Aufschläge, das sagst dann einfach, wenn es jetzt. Das ist eine Idee. Wenn es für euch hüpfen muss, dann. Ja. Wenn ihr mich jetzt zu extra Zeiten haben wollt, dann. Bezahlt er mich auch extra. Extra bezahlen, ne? Extra Zeiten, ja. Extra Zahlung. Ja, das ist ja. Vernünftig, das ist ja. Ja. Könnt ihr ja, keine Rolle übernehmen. Du willst du halt auch Kunden haben. Ja, man muss da irgendwo gucken, dass man bei den Kunden eine gute Reputation hat. Das deutsche Wort für Reputation. Reputation? Ist das einfach nur Reputation? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall willst du halt zeigen, hey, ja, meine guten Kunden denken gut von mir, alles super hier. Es ist halt dann doof, wenn man halt einfach sagt, ich hab jetzt keinen Bock auf euch, lasst mich in Ruhe. Deswegen versucht man das halt immer irgendwo zu managen, aber wenn das dann halt so weit geht, dass man halt quasi 2 Stunden vorher angerufen wird, dass man da die Woche bleiben soll, dann ist das dann doch etwas, wo man halt. Wenn es dich nicht zu sehr belastet, dann musst du halt irgendwie mal gucken. Ja, Gesundheit geht vor allem. Solange es dich nicht vor Gesundheit geht, also wenn dich ein Job so viel kostet am Ende, dass deine Gesundheit beeinträchtigt, dann musst du dann sagen, ja, dann ist halt einfach. Gesundheit geht vor dem Geld. Halt. Ja, nicht, also für mich ist nicht mal der bestbezahlte Job der Welt meine Gesundheit wert. So soll es sein. Genau, also man könnte mir 2 Millionen Euro anbieten, dass ich halt, keine Ahnung, für ein Jahr lang auf einer Baustelle arbeite. Ich würde das nicht machen, weil ich würde das nervlich und körperlich nicht schaffen. Ich würde vorher umkippen. So. Dann nehme ich lieber meine Gesundheit. Okay, rote Beete bringt ja gar nichts hier im Spiel. Rote Beete ist halt für Suppe gut. Ja. Ich habe die gerade gespachtelt. Rote Beete ist halt echt nicht. Also die rot zu essen bringt gar nichts. Kannst du gleich lassen. Tote Beete. Da musst du ja ein halbes Inventar rote Beete essen, bis du satt bist. Das ist ja wirklich. Ja, Mann. Du musst dein ganzes Beet aufessen. Also ich ernähre mich hauptsächlich von Beeren. Also Beeren. Also nicht Beeren, sondern Beere. Ist auch gut, wenn du das nie getötet kriegst. Eisbären gibt's ja auch in Minecraft. Ja. Nee, die sollst du nicht töten. Da gibt's hier einen Shitstorm. Ja, dann werde ich gecancelt, aber so richtig. Eisbären getötet. Oh, ich hab mal sowas richtig Makabres in Minecraft gesehen. Da war halt so eine Wüste in Minecraft und direkt daneben eine Eisscholle, wo ein Eisbär drauf war. Das hat dann wieder Stil. Okay, ja, Stein brennen und den Boden aus Stein machen. Minecraft ist halt so super realistisch, ne? Ja. Ist noch Stein muss man brennen, oder? Damit der hübsch wird. Ja, damit er zu den Dings wird. Dann kannst du ihn auch zu Ziegeln machen. Nicht Ziegen, sondern Ziege. Eine Ziege aus Stein, das wäre auch mal was. Ja, lass eine riesige Ziege bauen. Habe ich auch schon Anleitungen gefunden für Statuen, für Villager-Statuen und so. In der 1.17 kommen ja die Ziegen dazu. Ja. Momentan haben wir auch noch 1.16. Ja, die 1.17 kommt ja, also ganz raus kommt ja erst in 1-2 Tagen. 6. Mhm. Ach, okay. Sowas. Ich bin schon gespannt. Wird es dann automatisch geupdatet oder muss man da
Nein, also Server musst du manuell updaten. Also das Spiel kannst du halt automatisch updaten lassen, je nachdem. Also standardmäßig wird es halt automatisch geupdatet. Aber ich habe zum Beispiel halt, ich habe halt mehrere Minecraft-Versionen auf meinem PC installiert. Also ich habe unter anderem auch eine 1.8 installiert. Also ich brenne jetzt mal ein bisschen Stein.